Ein Budget ist ein entscheidendes Instrument für deine finanzielle Planung und kann dir dabei helfen, den Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben zu behalten. Es ermöglicht dir eine bessere Kontrolle über deine Finanzen und hilft dir dabei, deine finanziellen Ziele zu erreichen. In diesem Video werde ich dir 5 Schritte erklären, wie du ein Budget erstellen kannst, um deine persönlichen Finanzen zu verwalten. Zusätzlich machen wir zu jedem Schritt ein Beispiel aus dem Alltag, sodass das Prinzip leichter nachvollziehbar ist. Schauen wir uns nun die einzelnen Schritte zur Erstellung deines Budgets an. Schritt Nummer 1. Erfasse deine Einnahmen. Der erste Schritt besteht darin, all deine Einkommensquellen zu erfassen. Dazu gehören dein Gehalt, eventuelle Nebenjobs, Mieteinnahmen oder andere Einkünfte. Notiere all diese Einnahmen und addiere sie, um dein Gesamteinkommen zu ermitteln. Sagen wir, du verdienst monatlich 5.500 Schweizer Franken durch deine Vollzeitbeschäftigung und erhältst zusätzliche 500 Franken aus einer Nebentätigkeit. Dein Gesamteinkommen beträgt also 6.000 Schweizer Franken. Schritt Nummer 2. Liste deine Ausgaben auf. Als nächstes solltest du eine detaillierte Liste deiner Ausgaben erstellen. Teile deine Ausgaben in verschiedene Kategorien auf, wie zum Beispiel Wohnkosten, Transport, Lebensmittel, Unterhaltung, Schuldenzahlungen und so weiter. Überprüfe deine Kontoauszüge, Quittungen und andere Aufzeichnungen, um sicherzustellen, dass du alle Ausgaben erfasst. Du erstellst also eine detaillierte Liste deiner Ausgaben und stellst fest, dass du monatlich 1200 Franken für die Miete, 300 Franken für Transportkosten, 500 Franken für Lebensmittel, 200 Franken für Unterhaltung und 400 Franken für die Tilgung von Schulden ausgibst. Schritt Nummer 3. Vergleiche Einnahmen und Ausgaben. Nimm dir Zeit, um deine Einnahmen und Ausgaben zu vergleichen. Subtrahiere deine Ausgaben von deinen Einnahmen, um zu sehen, ob du ein positives oder negatives monatliches Ergebnis erzielst. Dies hilft dir zu erkennen, ob du mehr ausgibst, als du verdienst, oder ob du noch Spielraum hast, um zu sparen oder Schulden abzubezahlen. Du subtrahierst deine monatlichen Ausgaben, also 1200 plus 300 plus 500 plus 200 plus 400 sind 2600 Schweizer Franken, von deinen monatlichen Einnahmen, also den 6000 Schweizer Franken, und stellst fest, dass du einen monatlichen Überschuss von 3400 Franken hast. Das bedeutet, dass du mehr einnimmst, als du ausgibst. Schritt Nummer 4. Setze Prioritäten und erstelle eine Budgetstruktur. Basierend auf deinen Einnahmen und Ausgaben solltest du nun Prioritäten setzen. Überlege, welche Ausgaben für dich unverzichtbar sind und welche du reduzieren oder gar eliminieren kannst. Lege fest, wie viel du für jede Kategorie ausgeben möchtest und erstelle eine Budgetstruktur, die zu deinen finanziellen Zielen passt. Da du monatlich einen Überschuss von 3400 Franken hast, kannst du entscheiden, wie du diesen Betrag am besten verwendest. Du könntest beispielsweise 1000 Franken für zusätzliche Schuldenzahlungen, 1000 Franken für langfristige Sparziele und 1400 Franken für kurzfristige Ausgaben wie Urlaub oder Unterhaltung festlegen. Schritt Nummer 5. Verfolge und überprüfe regelmäßig dein Budget. Ein Budget ist kein starres Konzept, sondern sollte regelmäßig überprüft und angepasst werden. Behalte den Überblick über deine Ausgaben, aktualisiere dein Budget monatlich und überprüfe, ob du deine Ziele erreicht hast. Durch eine konsequente Budgetüberwachung kannst du deine finanzielle Situation verbessern und ein solides Fundament für deine Zukunft schaffen. Überwache deine Ausgaben während des Monats und halte dich an deine festgelegten Budgetkategorien. Am Ende des Monats überprüfst du, ob du deine Ziele erreicht hast. Wenn du beispielsweise 1000 Franken für langfristige Sparziele festgelegt hast, überprüfst du, ob du diese tatsächlich gespart hast. Gegebenenfalls passt du dein Budget für den nächsten Monat an und bleibst auf Kurs, um deine finanziellen Ziele zu erreichen. Mit diesen 5 Schritten bist du gut gerüstet, um ein Budget zu erstellen und deine persönlichen Finanzen effektiv zu verwalten. Beginne noch heute und beobachte, wie sich deine finanzielle Situation positiv entwickelt.